Hallo Leute, ich werde heute ein kleines Video drehen, das ich schon mal gedreht habe, mehr oder weniger, in MyVideo und ja, ich werde das jetzt hier nochmal drehen und ein bisschen schöner, ein bisschen besser mit Ton und ich werde danach noch ein anderes Video drehen und ich werde es aber bei neu einordnen, weil, ja, dass es ein bisschen besser vom Ton im Bild ist und ja, ich werde das jetzt, man braucht dazu einen Kompass, das habe ich hier einen. Gut, der wird jetzt hier wahrscheinlich erstmal ein bisschen Mist anzeigen, weil mein Stativ aus Metall ist. Ich habe leider mein schönes, großes Alu-Stativ nicht gefunden, also deswegen ist der jetzt nicht genau. Aber das spielt keine Rolle, weil den Kompass, den wir bauen, der zeigt dann etwa in das Gleiche. Und ich habe mir auch mal ein Video angeguckt, da ist das ein bisschen anders erklärt worden. Deswegen, also ein bisschen bessere Variante, wie ich die hier gebaut habe. Ich habe die jetzt nur mit einem Magneten und einer Nadel, dass die Teile ausgerichtet sind. Und ich habe gehört, mit einer Batterie funktioniert das besser und ich werde euch nachher das auch zeigen. Also da werde ich zwei Videos machen. Und jetzt in diesem Video braucht man einfach einen Kompass zum nachher überprüfen. Ein paar Sticknadeln oder besser gesagt eigentlich nur eine, wenn das Ganze funktioniert. Aber dass man nicht, falls es schief geht, nicht gleich nochmal von vorne anfangen muss, habe ich mal mehrere mitgebracht. Ein Glas, da Wasser nachher drin ist. Ich habe hier noch ein nettes Gefäß, das enthält Wasser, aber das ist halt nicht durchsichtig, man sieht es. Ja, von der Firma Hakro in Schrotzberg, da ein T-Shirt, wie auch immer, gehandelt und da habe ich dieses schöne große Gefäß her. Das ist ein Kaffeebecher. Ich werde jetzt erstmal. Ach Mist. Ist gerade eine Kugel eben gerollt, weil ich noch einen liegen hatte. Und noch eine Pinzette. Ich habe hier so mal allerhand genommen, weil ich nicht weiß, welche man zum Beispiel gerade festheben. Und natürlich einen kleinen Magneten. Den werde ich schon holen und dann geht's weiter und dabei werde ich das Glas noch mit Wasser füllen und drunter und dann sehen wir uns wieder. Also ich bin zurück, habe das Glas mit Wasser gefüllt und ja, ich habe mir das ja vorher schon angezeichnet da, hier diese Fläche, wo das, deswegen kein Problem. Und ich werde jetzt das Glas aus dem Bild nehmen. Ich weiß nicht, ja, es sitzt bestimmt. Hier ist ein Magneten drauf. Das lustige Auto ist was anderes gut. Und wenn ich die Nadel hier so drüber, dann werden die Teile ausgerichtet. Ja. Und wenn man jetzt hier. Eigentlich soll die Nadelspitze jetzt nach Norden zeigen, soviel ich weiß. Ja. Ich werde das jetzt mal so auf das Wasser legen. Ich habe mir hier eine Pinzette besorgt. Die Nadel dreht sich. Und wenn das jetzt stimmt, ihr seht ja, die Nadel zeigt darüber, also ich hatte jetzt gesagt Richtung meines PCs, aber den seht ihr ja nicht. Ja. Und ich hatte vorher mir extra einen Kompass hier hingestellt. Ich sehe ihn. Wenn ich den jetzt so hier rein, dann. Ich weiß nicht, ob man das Glas noch sieht. Ja, man sieht es noch. Und wenn ich die Nadel jetzt so anschaue, stimmen die ziemlich mit dem überein,
Bass, also die Nadelspitze, ziemlich überein mit dem Kombass. Ja, ein bisschen schräg nach hier. Die Kombassnadel, wenn ich jetzt hier gucke, zeigt auch leicht schräg, aber das Ding hat ja keine Mittelachse, deswegen. Und das Ganze, ja. Ich habe auch schon gelesen, also, das funktioniert, wenn man hier hinten auf die Nadel drauf schnippt. Ich werde es mal ausprobieren. Ja, die Nadel ist jetzt abgesoffen, so. Also, ich habe auch schon gelesen, es soll funktionieren, wenn man hier so draufschnippt und schüttelt. Ich habe es jetzt noch geschüttelt, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Aber ihr wisst ja, dass der Kompass hier, also ist noch am gleichen Fleck der Erde geblieben. Ja, Mist, diese Nadel ist abgesoffen. Keine gute Nadel. Aber vielleicht ein bisschen krumm. Wir probieren es nochmal. Ihr habt es ja gesehen, wie ich das gemacht habe. Ich habe es jetzt nochmal gemacht, weil es ein bisschen blöd unter der Kamera. Weil meine Kamera ist etwas sehr nah an dem Gefäß fixiert, weil ich kein gutes Stativ hatte. So. Diese Nadel bewegt sich auch. Wie man sehen kann, steht genauso steil hier rüber. Jetzt mal kommen wir es davor hinstellen. Also zeigt genauso wie die, wo ich mit dem Magnet bearbeitet habe. Jetzt ins Bild schiebe. Also ich müsste jetzt das Glas genau anzeichnen und den Kompass genau darauf stellen. Aber so in etwa ist es ganz gleich. Also, ja, nur würde nach Norden finden. Und jetzt werde ich einmal Stopp machen und einen zweiten Teil machen, wie man den Kompass aus einem anderen Teil baut. Und ja, wer will oder Lust hat, den Teil 2 von mir anzuschauen. Ich würde sagen, der ist sehr gut, weil auch der erste sehr schön war, jetzt hier so mit euch zu als Video zu zeigen. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, euch das zu erklären. Ich werde jetzt einen Teil 2 machen. Und dazu sage ich jetzt einfach mal Tschüss und bis in Teil 2.